das, was bleibt, wenn wir alle Illusionen abgelegt haben für einen Augenblick. So wie die Schuhe, die wir draußen vor der Tür stehen lassen. All die Erinnerungen über das, was wir mein Leben nennen. Erinnerungen, die jetzt in diesem Augenblick keinerlei Substanz haben. Lediglich ein Bild im Bewusstsein. Bevor wir diesen Raum hier betreten, lassen wir die Schuhe draußen vor der Tür. Stellen sie geordnet ins Regal. Und kommen barfuß in den Raum. Was wäre, wenn ich dich bitten würde, neben den Schuhen auch die Empfindungen vor der Tür zu lassen. Das Gefühl für den Körper. Das Gefühl, auf dem Sarg zu sitzen. Gefühle von Aufgeregtheit und Schläfrigkeit. All das lass vor der Tür, bevor du diesen Raum betrittst. Und wo du gerade dabei bist, lass auch alle Gedanken vor der Tür. Alle Ideen über dich selbst. Vor allem den ganzen spirituellen Quatsch. Alle Ideen, alle Konzepte. Nur für einen Augenblick. Das alles vor der Tür. Auch die Geschichte einer toten Vergangenheit, die der Verstand über dich erzählt. Lass all das für den Augenblick einfach raus. Alles, was du glaubst, erreicht zu haben oder erlangt zu haben. All deine Fähigkeiten, all deine Träume, Wünsche. Lass alle mentalen Konzepte und Konstrukte vor der Tür und dann betritt diesen Raum. Wer bist du? Was bist du? Kannst du das, was bleibt, auf irgendeine Art und Weise beschreiben? Hat es ein Geschlecht, eine Nationalität?
so etwas wie einen spirituellen Weg? Ist es erst jetzt da präsent, wo du diese Übung machst? Ist das ein psychologischer Trick? Kann das, was jetzt noch da ist, was bleibt, sich verändern? Kann es auftauchen und verschwinden? Ist es wieder weg, wenn du rausgehst, deine Schuhe anziehst und all die Gedanken und Empfindungen wieder aufnimmst? Kann es verloren gehen? Kann es sterben? Shingi und Mehrsutra sagt Buddha zu Shariputra, alles Dasein ist von Leerheit gezeichnet. Alles, was wahrnehmbar ist, ist bedingtes Dasein. Leer von aus sich selbst heraus existierendem. Der Text geht weiter mit dem Satz, es entsteht nicht und vergeht nicht. Es ist weder rein noch beschmutzt. Es nimmt weder zu noch ab. Kann das, was bleibt, wenn du alle Ideen und Konzepte vor der Tür lässt, für einen Augenblick völlig loslässt, entstehen oder vergehen? Kann es als rein oder als unrein bezeichnet werden? Kann das, was du bist, mehr werden oder abnehmen? In der Leerheit gibt es keine Daseinsfaktoren, keine Sinnesorgane, keine Sinnesobjekte, keine Sinnestätigkeit. Weder Verblendung noch Ende der Verblendung, weder Alter und Tod noch Ende von Alter und Tod. Kein Leiden, keinen Ursprung,
kein Ende und kein Weg. Damit verneint das Herz-Sutra die vier edlen Wahrheiten des Buddha. In dem, was da ist, was in diesem Text Leerheit genannt wird, in diesem wechselseitig bedingtem Entstehen gibt es kein Leiden, keinen Ursprung des Leidens, keine Beseitigung des Leidens und es gibt keinen Weg, der aus diesem Leiden herausführen könnte. Es gibt keine Weisheit, kein Erlangen, es gibt kein Ziel und kein Gewinn. Dank diesem tiefen Erkennen und Durchdrungensein von dieser Weisheit haben Bodhisattvas einen Geist, der durch nichts gehindert wird. Ohne Hindernis gibt es keine Angst. Jenseits aller Illusionen realisieren sie das Erwachen. Jenseits aller Illusionen, das ist Hishiryu, jenseits des denkenden Verstandes. Realisiert das Erwachen, was schon immer wach war. Das, was bleibt, wenn wir alle Illusionen abgelegt haben für einen Augenblick, so wie die Schuhe, die wir draußen vor der Tür stehen lassen, all die Erinnerungen über das, was wir mein Leben nennen, Erinnerungen, die jetzt in diesem Augenblick keinerlei Substanz haben, lediglich ein Bild im Bewusstsein. Nicht greifbar, nicht echt. Wenn auf der Leinwand des Bewusstseins ein Wasserfall gezeigt wird, dann wird die Leinwand nicht nass. Wenn auf der Leinwand ein Feuer zu sehen ist, fängt die Leinwand nicht an zu brennen. Ist das, was jetzt präsent ist, was gewahr ist? Das, was wir nicht beschreiben können, nicht greifen können, nicht sehen können, wird es weg sein, wenn du am Montag wieder zu Hause bist, auf der Arbeit, im Gespräch mit Freunden oder Kollegen. Kann das, was jetzt da ist, jemals vergehen?
das, was all das sieht, was all das beobachtet, selbst beobachtet werden. Und wenn in ein paar Tagen oder Wochen nach dem Session die Empfindung und der Gedanke auftaucht, jetzt habe ich es wieder verloren, ich bin nicht mehr so drin wie auf dem Session, wird auch das wahrgenommen und beobachtet. Jede Empfindung, jede Bewusstseinsregung, ständig, immer. Wie könnten wir etwas verlieren, das wir selbst sind?